Hi und willkommen zurück zu meinem Let's Play Style Boutique. Hier ist eure Fashionista Maika. Und ich habe mich mal umgezogen. Und wir wollten jetzt mal ein bisschen, hatte ich ja im letzten Part schon gesagt, komm, wir gehen ein paar neue Schminke kaufen. Wie ihr seht, oh, wir besitzen, ey, da fehlen uns noch 60 Stück hier. Also da müssen wir jetzt mal ein bisschen ranhalten. Damit wir hier auch mal alles, das hat sie neu und das hat sie neu. Und nochmal. Ich glaube, wir machen nochmal so 3 Runden. So. 1, 2, 3. Kontaktlinsen habe ich vergessen. Warum sagt mir das keiner? Und weil es so schön war, gleich noch einmal. Ja, ich weiß, eigentlich benutze ich die. Ist das total Schwachsinn, dass ich eigentlich zu viel Schminke kaufe, weil ich die eigentlich auch gar nicht benutze hier in dem Let's Play. Aber ich habe ja gesagt, ich will ja so viel freischalten wie möglich und dann gehört das halt nun mal dazu, dass ich auch die Schminke im Prinzip alles komplett aufkaufe. Und ich sag's mal so, wir können es uns leisten. Es ist jetzt nicht so, dass wir kein Geld haben. Eine ausgezeichnete Wahl. Ich wünsche dir viel Freude damit. Wenn er mal sieht, auf jeden Fall sind wir schon mal näher dran. Bis demnächst. Und im letzten Part hat die Nele auch gesagt, hey, komm vorbei, ich habe ein paar neue, sagt sie jetzt auch nochmal, ich habe ein paar neue Haarschnitte perfektioniert. Die solltest du mal ausprobieren. Machen wir. Wir fangen mal bei kurz an. Kennen wir schon. Oh, das kennen wir noch nicht. Ha. Ist nicht so meins. Was sagt der hier? Okay, vorne kurz, hinten lang? Oder was ist das? Also das könnte gut zu Alvarado oder so passen. Was haben wir hier? Das sieht einfach aus wie nur so glatte Haare nach vorne einfach gelegt. Einmal hier. Das finde ich ja süßer. Okay. Das ist ja überhaupt nichts für mich. Wir können jetzt wie demnächst rumlaufen. Zum Glück wollen wir das nicht. Ach du Schande. Stirnfrei und einmal so mit so einem Zopf hinten. Komm schon. Was hast du? Ei! Ja, die Frisur nehmen wir, die finde ich süß. Oder? Das sieht irgendwie komisch aus. Das sieht aus, als hätte hier eine Nudel so, ne? Was haben wir hier noch? Ah. Ich finde die irgendwie cool. Allerdings ändern wir jetzt mal die Farbe. Hat die auch so einen schönen Rotton? Wir machen uns pink. So, Highlights, Highlights. Weiß. Ja, das sieht doch gut aus. Haargummi können wir auch bestimmen. Nehmen wir weißes Haargummi. Das sieht doch schnieke aus. Okay, dann wollen wir mal. Hinten, vorne, vorne, hinten. Hinten, vorne. Fertig. Na, was sagst du? Ich sehe schön aus. Ei, sehe ich schön aus. Die Frisur ist genau dein Stil. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Okay, dann gehen wir. Röcke müssen wir kaufen, ne? Haben wir Geld? Ja, wir haben Geld. Als erstes gehen wir hier kaufen. Davon kommen wir eins. Davon kaufen wir noch eins. Da braucht man gar keinen zu kaufen. Hosen kaufen wir eine. Ich sehe gerade mein Geld schon wieder da. Flöten, ey. Komm, in blau. Schuhe haben wir auch keine mehr. Ey, was geht denn das Geld hin? Das verstehe ich nicht. So. Insgesamt hat das 1476 Euro gekostet. Da
Das ist so gemein. Wir verkaufen heute das Fundstück des Tages. Sie können dieses Kleidungsstück nur heute erwärmen. Lassen Sie sich unter keinen Umständen das entgehen. Machen wir nicht. Also wir haben jetzt irgendwie noch nicht viele Kunden gehabt, die diese Marke wollten, habe ich irgendwie das Gefühl. Entweder sind die nicht so beliebt oder die will einfach keiner oder wir haben einfach mal die falsche Einrichtung uns ausgesucht, dass sie da gar nicht auftauchen. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich finde die irgendwie hübscher. Ach, so einen schwarzen Rock. Ja, ja. Wir kaufen und kaufen und kaufen und es nimmt kein Ende. So, haben wir noch einen Rock? Ein Kleid? Ja, ein Kleid haben wir auch noch. Oh, verdammt, uns geht schon echt wieder die Moneten. Oh, gut, das war's. Dann müssen wir, würde ich jetzt mal sagen, erstmal ein bisschen wieder was verkaufen. Vielen Dank und besuchen wir uns bald wieder. Mach ich. Oh, mein Job. Wir brauchen, glaube ich, nicht mehr. Oh, so von Lydia. Hallo, Maika. Ich habe mir die Sonderausgabe der 21st Avenue gekauft. Ich bin fast umgekippt, als ich den Artikel über dich entdeckt habe. Hast du denn schon einen Blick drauf geworfen? Jetzt wirst du sicher jede Menge zusätzlicher Kunden bekommen. Nee, haben wir noch gar nicht. Sind wir jetzt drin? Bin ich jetzt drin? Genau das Falsche gedrückt. Hier muss ich hin, ne? Oi! Ja, da sind wir. Stimmt, wir haben die Schuhe empfohlen, ne? Emily! Komm, Emily, dich hatten wir schon mal. Dich kriegen wir bestimmt nochmal. Ach, du standest auf Penwich, ne? Hallo, ich möchte nur kurz etwas sagen. Vielen, vielen Dank. So etwas Perfektes, wie Sie es ausgesucht haben, hätte ich nie gefunden. Sie haben mir damit so geholfen. Sogar meine Nachbarn haben es bemerkt. Ich komme bestimmt bald wieder. Bis dann. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da angedreht haben. Hanna hat schon zweimal was bei uns gekauft. Und ich glaube, die stand auf Sonata. Das, was ich im Moment trage, ist zwar ganz nett, aber irgendwie öde. Haben Sie ein stylisches Innern, das mein Outfit aufpeppt? Jetzt kommt raus, wir haben keine Sonata-Sachen mehr, oder? Das wäre ein bisschen peinlich. Tatsache. Okay, dann krieg ich die. Das ist es. Oh, weia. Wir müssen unbedingt mal bei Sonata wieder einkaufen gehen. Ich wäre dann so weit. Schauen Sie mal. Ich guck doch. Ja, das sieht gut aus. Oh, wie schön. Dieses Design gefällt mir ausgesprochen gut. Wenn das nicht Pep ist, dann weiß ich auch nicht. Vielen Dank. Bitte, bitte. Vielen herzlichen Dank. Chantal. Und Chantal konnte mir auch helfen. Was macht sie? Geht an den Wochenenden abhotten. Stimmt, die wurde im letzten Part, hat sie erzählt, von ihrem Freund verlassen, gerade frisch. Ah, ich muss es irgendjemandem erzählen. Ich habe mich mit meinem Freund gestritten. Ich dachte, der hat dich verlassen. Es war mein Fehler und ich sollte mich entschuldigen. Aber ich krieg's nicht hin. Ah, vielleicht hilft mir ja ein neues T-Shirt, den ersten Schritt zu machen. Genau! Kannst du mir ein paar T-Shirts zeigen? Ich will so richtig schick aussehen. Geht's noch? Die streitet sich mit ihrem Freund, kriegt es nicht auf die Kette, sich zu entschuldigen. Aber dann erstmal shoppen gehen, oder wie? Ich habe natürlich nichts, was ich dir anbieten könnte. Ach, hier zieht das an. Ich weiß doch nicht, worauf du stehst, Mensch. Ich bin fertig, guck mal. Oh mein Gott. Das hat echt funktioniert? War es jetzt ihre Lieblingsfarbe? Wow, perfekt. Ach, ist das schön. Ich komme so richtig in Kaufstimmung. Ich habe Lust auf einen ganz neuen Look. Einmal vom Kopf bis zu Fuß neu stylen. Such mir irgendetwas aus. Ich vertraue dir voll und ganz. Das war jetzt mal ein Glückstreffer hier. Okay. So viel haben wir gar nicht mehr. Das ist es.
Einerseits ist es ja gut, dass wir nicht mehr so viele Klamotten haben. Das heißt, wir können mehr einkaufen, aber wir müssen die auch irgendwie verkaufen. Wir müssen irgendwie Geld rankriegen. Ist das so, glaube ich? Ich kipp aus den Schuhen. So ein cooles Design. Ich werde jetzt zu meinem Freund gehen und mich entschuldigen. Jawohl. Aber vorher bezahlst du bitte noch, ne? Tschö. Ja, wenn Kunden gerade nicht da sind, machen wir noch mal so ein Alvarado Outfit. Halt. So. Dann kriegst du noch den und den. Und den. Nee, den wollte ich gar nicht. Ich wollte dich ja ganz crazy anziehen, wohl. Fällt mir gerade ein. So, so. Stimmt. Und dann die Mütze. Das passt überhaupt nicht zusammen. Da passt ja nicht zusammen. Okay, aber das lassen wir so stehen. Irgendwer wird es schon kaufen. Die will irgendwie keiner, oder was ist los? Ach, Besuch von Griselinde. Bonjour, ich, Griselinde, besuche dich. Ich sehe, du freust dich. Ja, ich bin der helle Wahnsinn. Natürlich, wer würde sich nicht freuen, mich zu sehen? Hahaha. Du bist bereit, ein weiteres Mal von meiner Weisheit zu profitieren? Hör gut zu, weil kein Ziel ist kein Ziel. Das Allerschönste auf der ganzen Welt, das bin natürlich ich, Griselinde. Bade im Glanz meiner Gegenwart, solange du noch kannst, Mädchen. Die ist überhaupt nicht von sich eingenommen, die Frau. Hui, so viel Stress. Und so viele Kunden. Stress, Stress, Stress. Denise, bist du etwa gestresst? Die ist eine schlechte Köchin, aber liebt Luxusmarken. Hallo, ich komme nur kurz vorbei, um Ihnen mein Dank. Dieser Artikel, den Sie mir neulich ausgesucht haben, eine Wucht. Ich freue mich darauf, wieder bei Ihnen einzukaufen. Bis bald! Du hättest auch gleich was kaufen können. Ich weiß nicht, zählt das überhaupt? Als Kundenzufriedenheit? So sieht man sich wieder. Vielen Dank für Ihre Unterstützung neulich. Heute hätte ich gerne etwas, das vielseitig und sinnvoll ist. Ich suche einen Trägertop. Das Design darf gerne für etwas fernöstlich wirken. Wenn Sie mir etwas Schönes zeigen, würde ich mich sehr freuen. Womöglich kaufe ich dann sogar noch etwas dazu. Ajo? Das war mir schon klar, aber ich weiß nicht, ob ich einen Trägertop habe. Doch, habe ich! Das ist es! Komm, was willst du? Du hast gesagt, du willst einen Trägertop und es darf fernöstlich sein. Jetzt will ich Blümchen sehen. Ja! Für dich soll's rote Rosen regnen. Oh, wow, das ist wunderbar. Ich freue mich so. Vielleicht sollte ich noch etwas kaufen. Hätten Sie Röcke, die Sie mir zeigen können? Habe ich einen Rock hier? Ja, ich habe einen Rock. Rock habe ich auch da. Ja! Ach ja. Gibt es noch ein anderes Lied mit rote Rosen? Weiß ich gar nicht. Ach ja. Dieser Look ist wunderbar. Ja, so gefalle ich mir. Ach, sie sind einfach fabelhaft, Maika. Tausend Dank. Ja, ich finde es auch gut. Ich finde es auch gut. Eines Tages nehme ich auch am Fashion Contest teil. Du wirst sehen. Du kannst doch gar nichts. Ich mache doch hier die ganze Arbeit. Ulrike, du warst doch so sportlich, ne? Gehen wir mal hier lieber hier hin. Ein sympathischer Trampel ist im Tierschutzverein. Normalerweise kaufe ich ja immer günstige Basic-Klamotten. Aber heute Schluss mit Sparen. Heute gönne ich mir etwas Besonderes. Ich will eingekleidet werden wie ein Star. Such mir ein glamouröses Outfit. Kannst du haben? Ich halte dich nicht davon ab. Dann kriegst du noch das. Nee, das ist besser. Die Hose. Und die Schuhe. Und wir sind sogar noch preislich drinne. Das ist ja super. Das ist es. Und? Und? Okay, ich bin fertig. Dann lass sehen.
Und? Ist das zu glauben? Ich kipp aus den Schuhen. So ein cooles Design. Kaum zu fassen, ich sehe aus wie ein richtiger Star. Und du leuchtest auch so wie einer. In diesem Outfit kann ich mich sehen lassen. Hallo? Küsschen! Und eine neue Kundin. Hat Angst vor Gewittern, steht auf. Leber wascht. Ich liebe dieses Outfit, das dieses Mannequin dort trägt. Ja, den kauf's! Ich habe noch nie so eine originelle Stilkombination wie diese gesehen. Mir fällt noch nicht einmal etwas Vergleichbares ein. Na, so etwas passiert sicher jedem einmal. Gut, ich gehe dann besser mal. Ciao! Du hättest auch was kaufen können. Oh, Gott sei Dank. Mimi! Mimi, sag mir, dass du wieder ein Mannequin kaufen willst. Ja! Mimi kauft immer die schrägsten Klamotten, habe ich das Gefühl. Ach was, sag bloß, du hast dieses außergewöhnliche Schaufenster eingerichtet. Ich glaube nicht, dass ich je eine so bezaubernde Auswahl gesehen habe. Dabei habe ich schon viel gesehen, das kannst du mir glauben. Das Outfit, das du für dieses Mannequin ausgewählt hast, so etwas Wertvolles sieht man nicht alle Tage. Das kommt sofort mit mir. Das finde ich eindeutig gut. Dann gehe ich mal damit in die Umkleide. Okay, ich bin fertig. Also ich glaube, wir sollten in jedem Part, wenn wir zur Modemesse gehen, auf jeden Fall, immer was von Alvorado kaufen. So ein Outfit, so ein, zwei Outfits zusammen, irgendwie zusammenklamüsern. Mit unserem bisschen Geld. Und dann... Oh, schon 4000! Leute, wir machen Knete. So, Denise, und jetzt sag mir. Komm schon, sag. Das Mädel, das kein Mathe kann. Was willst du? Du hast doch erst ein T-Shirt gekauft. Will die mich verarschen? Die hat doch erst T-Shirts gekauft. Okay. Dann nimm das. Ich bin fertig. Und es leuchten Blümchen. Schauen Sie nur, ich sehe fabelhaft aus. Ich bin ja so glücklich. Ich hätte gern noch etwas anderes. Zeigen Sie mir doch, was für Shorts Sie da haben. Ich habe doch keine Shorts. Doch, habe ich. Ha! Ich habe Tatsache, ich habe noch Shorts. Die hatte ich ja erst auch gekauft, ne? Ich komme jetzt raus. Ja, es leuchten Blümchen. Es fallen Blümchen. Schauen Sie nur, ich sehe fabelhaft aus. Wirklich niedlich. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Komm schon, Denise, jetzt sag hier. Das war den Shop-Rang haben. Wow, 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 wow. Hör dir das an. Hör dir das an, Maika. Aber nicht ausflippen, ja. Ganz ruhig, Denise. Du bist hier von uns allen am aufgeregtesten. Nadiva ist soeben einen Rang auf der Beliebtheitsskala gestiegen. Du bist einen Schritt näher dran, berühmt zu werden. Ist das nicht genial? Unser Shop-Rang ist gestiegen. Super. Und? Ja! Oh, wie schön. Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt? Maika, du scheinst wirklich zu wissen, was deine Kunden wollen. Wenn der Rang deines Shops sich verbessert, dann erhältst du auch mehr eigenes Geld für deine privaten Einkäufe. Also, zufriedene Kunden sind gut für deinen Shop, aber auch für dich. Lydia, mach dir keine Sorgen um mich. Maika unterstützt mich, wo sie nur kann. Es ist alles in Ordnung. Hihi. Denise, du bist einfach unverbesserlich. Maika, du hast dich als Managerin bisher gut geschlagen. Im Ernst, du bist echt gut in dem, was du machst. Vertraue deinem Gespür. Da kommt jemand. Hallo, ich hab gehört, dein Shop-Rang sei gestiegen. Herzlichen Glückwunsch, du hast es dir redlich verdient, Maika. Das war alles, was ich sagen wollte. Ich muss wieder los. Mach's gut. Wow, los, lass uns gleich noch mehr Gas geben. Leute, wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, ich beende diesen Part hier.
Und wir sehen uns denn im nächsten Part wieder. Und im nächsten Part werden wir den nächsten Fashion Contest in Angriff nehmen. Wir kriegen das auf jeden Fall irgendwie hin. Wir werden wieder einkaufen. Wir werden weiter an unserem Shop dran basteln. Wir werden 1000 Dinge machen. Eigentlich nicht, aber immer das Gleiche. Okay, dann bis denn und ciao, ciao.